Wir werden jetzt die Story weitermachen und ich war ja letztens ein bisschen stuck hier, wo wir anscheinend ein bisschen mit der Elektrizität rumspielen müssen. Aber vorher! Ein bisschen raffen mal. Ich habe einen Zehner hier. 50 remaining. Shang-Ching, my goat. Please. Das Ding ist, ich würde Anchor zwar auch feiern, ich finde sie ist süß. Lingyang fand ich von der Story, die ich privat gespielt habe, weil es eine Nebenstory war, auch sehr cool eigentlich. Aber Shang-Ching ist, glaube ich, so mein Favorite von den Charakteren, die mir hier eben noch fehlen. Und Kaltaro als auch Verena habe ich schon. Also komm nach Hause. Ist doch alles besser. Oh, Grüße. Ach du meine Güte. Ich habe jetzt, by the way, die Waffe auf Verena auf 50 aufgeballert. Ich habe ihre anscheinend zweitbeste Waffe jetzt sogar drauf. Sunwall, let's go! Habe ich heute erst einen Dupe bekommen for free für den Login. Sie ist also jetzt auf C2. Ich glaube, es heißt nicht C2 in dem Spiel. Beziehungsweise Constellation Sins ja, glaube ich, nicht. Ich glaube, man sagt einfach nur Dupes, oder? I don't know. Aber ich freue mich über sie. Ich mag sie. Und ich werde sie definitiv auch bilden, nachdem ich eben meine Favorites erstmal so gebildet habe. Habe ich Bock drauf. Zwei Summoner Ninins fehlen mir noch, bis ich noch einen machen kann. Aber all good. Und da seht ihr es. Zack! Oh, warte mal. Es gibt... Oh, ich dachte schon, es gibt nur 5. Aber nee, da unten ist noch einer so versteckt ein bisschen. So ein bisschen ausgegraut mäßig. Aber gut, ich habe mein Maul. Wir machen weiter. Ich war ja ein bisschen stuck jetzt hier bei den ganzen Gates, die ich nicht ganz raffe. Da habe ich ja auch schon was reingeballert. Habe ich hier mit dem Sensor irgendwie was? Hier kann ich mich draufstellen halt. Und dann geht da drüben eine Chest an. Ich könnte theoretisch ja... einfach das hier hinlegen, oder? It's time. Ja, aber das bringt mir halt nichts aus, eben den Loot zu bekommen. Oh wow, das reicht nicht von der Rage, es tut mir doch leid. Brauche ich hier sonst noch irgendwas? Oh, sorry. Wollte ich nicht, wollte den Sensor bitte nutzen. Nee, da ist nur diese Fläche. Die haben wir jetzt schon benutzt. Ich könnte halt auch nochmal schauen, ob ich da drüben irgendwas finde. Ich weiß halt aber nicht, ob das jetzt... Weil eins von den beiden ging ja nicht auf, oder? Ob das jetzt Sinn ergibt. Oh, warte. Das ist ein rotes. Ich verstehe jetzt erst, dass die verschiedene Farben haben. Brauche ich hier etwa vielleicht ein grünes? Das würde Sinn ergeben, weil hier brauche ich zwei Grüne, um das aufzumachen. Das heißt, ich suche wahrscheinlich gerade noch ein Grünes. Gaming! Okay. Verena hat, by the way, einen Skill, dass, wenn man rausswitcht, sie den nächsten kommenden, ich glaube, healt und bufft. Bin mir aber ehrlich gesagt, unsicher und sehr konzentriert. Junge, manchmal diese Stucker, wenn ich gerade am Reden bin und dann trotzdem noch fighte und dann, alles stressig, alles anstrengend dann immer. Warte mal, was ist denn das hier jetzt? Achso, das ist wieder so eins. I see. Ja, einfach mal rotaten, bitte mal. Dann switche ich hier rüber, dann nochmal rüber. Und dann haben wir das. Ich finde die Rätsel, by the way, jetzt echt ehrlich alle einfach geil in dem Spiel. Ich bin ein big Fan. It's getting closer. These will be my final words. If only I had more. More was, my friends. Er hat nicht time gesagt, er hat nur more gesagt. Gut, grüße. My enemies were misconceptions. Waning passion and my own ignorance. Only in the end did I realize time is my ultimate foe. Du bist doch alt, Mann. Du bist halt auch alt, ne? Also klar. I became blindsided by my fear of death and insatiable thirst for truth, eventually derailing our research. It was too late when I finally came back to my senses. We had already walked into that false gate. False gate, okay. Now I'm leaving my last realization behind.
Ja, da gibt's doch safe gleich wieder einen Fight, oder? They are our past, but they are also our future. Had I realized it sooner, there might have been a chance to get things back on track. The future being hailing from our past. Please save us once again. Please. Der hat, glaube ich, ein bisschen zu viel Stoff genommen. Until you reach the real gate that can change the world. Wer zur Hölle bist du, Bro? Und what the fuck, warum taucht da jetzt... Okay, alles gut. Alles normal. Ist das nicht die vom Anfang? Komplett am Anfang? Wow! She's so pretty! Also von der Reaktion von Rover würde ich sagen, ja. Rover, about this person... Ja, ich glaube, ich kenne sie. Knew it. Ja, Alter, halt die Fresse, ich mag dich nicht. Great. Now that power has been restored, the elevator should work. Oh, sie ist so süß. Ich finde ihre Augen auch so schön. Let's go. Let's go. Aber bevor wir gehen, würde ich gerne nochmal den Sensor hier anwerfen. Okay, nee, alles gut. So. Sie erstmal runter. Zack. Zack. Down, down, down. Never let me down. Down, 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 down. Hallo? Einfach mal reingestuckt. Schön. Oh. Ich sehe schon einen Bossfight kommen irgendwie. Ich habe da so eine kleine Ahnung. Wow. A big, clunky monster. Erinnert mich ein bisschen an Singularity von DBD. Damn! Those savants never run out of new surprises for us. The signal's coming from it. Did it swallow our resonance beacon? Okay, das wäre auf jeden Fall wild. Und ja, es lebt noch. Oh, wie erwartet. Looks like peace isn't an option. Guys, brace yourself. We'll need to take it down. Können wir nicht einfach Anko alleine kämpfen lassen? Ich würde das echt gerne sehen. Alto, we doing it like we usually do? Oh mein Gott, können wir jetzt mit den beiden spielen? Würde ich fühlen. Of course. Then this big guy is Anko's to tackle. Cosmos, Cloudy, attack! Let me figure out its weakness. Oh ja, yeah, let's go. Aber mit Alto nicht, oder was? Let me figure out its weakness. Okay, ich würde gerne mal schauen, wie sich Altor, sage ich schon, ja, Anchor so spielt. Würde mich sehr interessieren. Relativ interessant auf jeden Fall bisher. Ups, ich habe das nicht ausgewählt, mein Fehler. Okay, Verena wieder mal hier kurz rein supporten. Und jetzt dann nochmal gucken, was du so drauf hast. Oh, was ist das jetzt für ein Move gewesen? Leave me alone. Sie will also allein gelassen werden, verstehe ich. Find sie relativ süß, muss ich sagen. Aber Roa beendet das storygemäß. Rover ist die Einzige, die hier alles beenden darf. Fick dich, Anko. Anko ist strong! Told ya! Strong! Woo! Süß. Anko will ich auch unbedingt haben, dann mal. Aber generell alle Five Stars sind bis jetzt einfach geil. According to our findings earlier, researchers who worked here were probably only a small faction of the Corte Savante Committee. They were likely studying an ancient civilization they deemed to be divine beings. But later got denounced from the CSC due to their extreme methods. Somehow, they believed this ancient civilization had once visited the Mire. Which led to their attempts to recreate those past events with artificial retroact rain. And when they failed, to recreate the retroact rain. They resorted to making a replica of the lost civilization instead. To get their desired results faster, they started feeding this replica
various frequencies, data sets, and mechanical constructs. And we've seen what that ended up with. It turned into a monster, driven by the frequencies of hunger. Ja, also eigentlich genau wie Enkos. Sie wirkt nämlich auch so, als würde sie alles für Essen tun. No front. Aber sie wirkt wie so ein Kind, was einfach die ganze Zeit so Süßigkeiten snacken will. So ein richtiger Anime-Charakter einfach. So ein süßes Anime-Kind halt. And I suspect the Fraxidus Overseer mentioned in that log may have something to do with it all. Those researchers, they were too obsessed. Validating the divine du bist ein bisschen zu obsessed mit mir, Bro, also lass mich in Ruhe. Eventually got lured into the monster's frequencies of hunger and willingly walked into its maw. The monster devoured them, but not with its teeth. Their own delusions and fear were their undoing in the end. Das sagst du? Bruder. Du bist hier der craziest bastard. So, Rover. Now it's time for me to fulfill my promise. Ja, dann mach mal. What do you want to know about the Black Shores? Okay. Wer zur Hölle seid ihr überhaupt? As you already know, we monitor and research das Spiel auf, by the way, jetzt auf Englisch. We got resonance beacons set up in every nation worldwide. Mir selbst gerade erst so eingefallen, dass ich es ja geändert habe. The island our headquarters are built on is in fact a massive piece of tacitite ore, which powers our various energy-intensive operations. Interessant. This Blake Bloom is a product of that overflowing energy on the island. Our island is located in the perfect spot to accurately monitor the lament, ensuring precise predictions. Schätz mal eher oben angelegt in der Map, weil da haben wir ja noch immer diesen nicht freigeschalteten Bereich. Und da frage ich mich halt, was da los ist noch. That being said, the Lament's behavior is constantly changing, and we are still studying to understand its true nature. All we could do for now is observe the Lament, study its patterns, and provide early warnings to countries worldwide. What do you want to know about the Black Shores? Hast du mich gestalkt, Bro? All right. No more beating around the bush. Yeah, we've had our eyes on you. But please, war mir schon klar, Bro. We don't mean anything bad. Ja, also würde sie das jetzt sagen, würde ich es dir glauben, aber bei dir, Bro? Just wanted to make sure you're a dependable ally. The Black Shores members all work together to save the world from the lament crisis. Sicher alle, also so eine verrückte crazy lady hat uns angegriffen und die war glaube ich nicht so. Okay. And even Feng Shui masters. You name it, we have it. We like your skills and methods. Danke. So what do you say? Ready to jump on board? Lass mich in Ruhe. What do you want to know about the Black Shores? Was ist mit Camellia? Camellia? Yeah. Of course we do. Yeah, she can be kind of unhinged, but she's indeed one of ours. Just so you know, she only took up this mission because of you. Cool. Quite the charmer, aren't you? Gut, sie hat mich trotzdem fast umgebracht. Also, I know, she could be a bit too... straightforward in how she expresses herself. A bit too straightforward. Don't worry. She won't do anything bad to you. Ach so. Okay. What do you want to know about the Black Shores? Okay, aber was machst du denn hier überhaupt? Oder was ist los? We just received a warning from our Lament Detection System. Another Threnodian is about to revive near Jinjo City. So, we came here to inform Jinjo's Magistrate about it. Yes. Entire countries have been destroyed. We're not letting such tragedies happen again. Boah, ich freue mich auch schon, wenn wir mehr von der Welt kennenlernen, ne? What do you want to know about ja, jetzt nicht, Naomi. I'm just an insignificant consultant at the Black Shores, so I don't know that much about all its hidden secrets. Ja, du wirkst wirklich ziemlich wertlos, sorry. But I believe the piece of intel I'm about to share with you will make this trip worth your effort. Dann mach mal. This is not the first time you've been reawakened. Last time... You woke up at the Black Shores. Okay. Das ist eine crazy Info. Red weiter. We share the same goal. Aber wenn wir schon mal reawakened wurden, wie sind wir dann wieder in den Zustand gekommen, dass wir nochmal reawakened worden mussten, werden, tun, haben, getan? We're both aiming to fight against the Threnodians and prevent the Lament Crisis.
Ich bin sehr verwirrt. Und wie lange ist es her, dass das passiert ist? War das zur Zeit der Helden? Aber da gab es die ja, glaube ich, noch gar nicht, oder? Also die Gruppierung, die Blackshaws. Yep! Unkar can prove it. The Threnodian is a bad, bad guy. And Unkar and Alto are the heroes of justice. So we're gonna stop the bad guys. Genau das nämlich. I understand. Trust isn't something you could afford to give out that easily. Remember the Blake Bloom I gave you earlier? Ja. It's more than just a symbol. It also holds the key to our headquarters. I'm sure it'll come in handy for you. Da würde ich gerne mal vorbeischauen, Bro. Phew. Anyway, mission accomplished. We've got the resonance beacon secured, plus a sweet bonus of Corda Savante's big secrets. Glad I got you on board, Rover. Looking forward to our future collaboration. Ich irgendwie nicht, Homie. Also wirklich, wenn ich Alto nochmal sehe, ich kotze, glaube ich. Oops. Almost forgot. Gotta check the resonance beacon again. Just in case. Wait. This is... No. It can't be. Nein, das kann nicht sein. Was denn? Hey, Alto! Wait! Wait! Ist er jetzt einfach abgehauen, oder was? Die Antwort ist ziemlich klar, ja. Okay. Dann muss ich da wieder hoch, wie es aussieht. Aber warte, da kann ich ja jeden Aufzug nehmen jetzt, oder? Oh, bin ich verloren? Wo komme ich denn wieder hoch? Achso, hier ist der Aufzug. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich war nur ein bisschen lost gerade. Ein bisschen lost. Ja, kommen Sie ein bisschen zulegen hier. Donge. Hallo, Alto, ich will nicht mehr, ich bin weg. Ja, Spaß, hallo. Oh, was? Coming into a long mission flow, leaving the designated area will interrupt the current mission flow and you can subsequently continue the experience from the last achievement. Oh, warte mal, stimmt. Ich wollte ja noch überhaupt die Einstellung wieder umstellen, weil... Wir haben das Ganze auf Deutsch angefangen und ich will es auch auf Deutsch weiterspielen. Aber für mich selbst stelle ich es immer auf Englisch. Also nicht wundern. Moin! So, ich war doch gerade neben dir, Bro. Ich war doch gerade so neben dir. When there's lightning, it's gonna rain. And when it's gonna rain, Unkar should bring an umbrella. Smart! Smart girl! Oh, no, 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 no! Alto said when it rains like this, we hide! Was ist los, Alto? Es ist nicht einfach nur gewöhnlicher Regen. Alto, sag es uns! Bitte. No. This is... Ist das dieser Giftregen, oder? Oh, Retract Rain war das, ja. Aber fickt uns das dann nicht komplett weg?